Willkommen Leute zum heutigen CSGO Overwatch auf Inferno. Ja, wunderschön. Hatten wir auch schon länger nicht mehr, oder? Meine ich. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß, das ist durchsichtig so ein bisschen. Du alter Scherzkeks. Ja, das ist blau und irgendwie wird das halt auch so ein bisschen mitgekickt. Ihr wisst ja, blau ist ja sowas wie grün. Ja, willkommen hier zum Headshot-Party-Palast oder was? Ja, ihr wisst Bescheid. Jetzt ist gerade Livestream. Jetzt! Es wird dienstags und donnerstags seit dieser Woche immer um 18 Uhr gestreamt. Also ist jetzt gerade Livestream, das heißt, wenn du möchtest, kannst du das Video gerne hier anhalten und dann mal in den Stream wechseln, wenn du Zeit und Lust hast und ja, hier beim Stream mit hasseln. Es gibt ab heute auch wieder ein dickeres Ding zu gewinnen. Letztes Mal gab es noch diese AK-47 Desiree. Die Headshots sind echt krass, ne? Und 100%. Und jetzt gibt es mal wieder ein Knife. Leider habe ich den Namen vergessen, aber ich habe ihn jetzt bestimmt in den Titel geschrieben. Bowie Knife ist es, glaube ich. Blue Steel? Kann das sein? Bowie Knife, Blue Steel? Ich glaube schon. Ja, das gibt es jetzt wieder. Und natürlich, wie immer, auch sonstige, anderweitige, kleinere Skins. Das heißt, jeder hat was Schönes davon. Also nicht jeder. Es gibt, ja, mit den kleinen Skins 2, 3, 4 Skins, mit dem großen halt 4 oder 5. 4 oder 5 Leute haben was davon, aber ich kann ja auch nicht alles auf einmal weggeben. Ihr wisst ja, wie es ist. Ja. Er spielt irgendwie schon ziemlich kopflastig. Haha, oder? Also die Headshots sind schon... Da ist aber gerade eben ganz schön gelockt, mein Sohn, oder? War das eben ein Lock? Gott, ich achte so wenig gerade auf das Gameplay, aber... Schon wieder? Habt ihr gesehen, wie er hochgelockt ist? What the fuck? Ja, okay, er lockt wie ein... Was lockt denn im wahren Leben? Ein Lockenwickler? Nee, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall... Also, guck mal! Das ist doch kein normales Aiming, oder? Nee. Ja. Stream, jetzt, oh mein Gott, lock doch nicht so krass auf die Leute drauf, hör doch auf. Warum machst du das? Guck mal, Achtung, gleich rechts neben ihm. 3, 2, 1. Komplett merkwürdig, wie er spielt. Also, ich bin mir noch nicht mal, also ich denke, da ist auf jeden Fall irgendwas Aim-Technisches im Busch. Aber ich bin mir jetzt auch nicht zu 100% doch, Dankeschön, ja, dass ihr in den Stream reinschaut, sehr edel von euch und auch vielen, vielen Dank für die ganzen Daumen, Leute, es ist echt krass. Ihr müsst euch mal in der Übersicht, wenn ihr auf, habt ihr eine Übersicht, wo ihr die Klicks und die Likes seht von meinen Videos? Ich glaube nicht, ne? Das sehe nur ich. Egal, wenn man sich diese Übersicht anschaut und guckt ab dem Tag, wo ich angefangen habe, euch daran zu erinnern oder euch zu sagen, denkt an, ihr könnt auch liken. Seitdem sind fast alle Videos auf ganz nah an 100 oder bei 100 plus Likes. Also das ist echt ultra krass, wie ihr reinhasselt und wie stark dieses Denkt dran ist. Ja, das ist der Hammer. Komm, mein Sohn, jetzt mach nicht solche langweiligen Geschichten. Er hat doch vorher noch schon wieder in die Fresse. Nee. Aber ich... Wahrscheinlich ist es ein Silent Aim oder irgendwie so eine Geschichte, oder? Guck mal, ich meine, er hat letztes auf B, er wackelt so komisch rum, sowas macht man doch nicht. Okay, er ist gerade am Rumtollen, also das könnte auch jetzt voller Absicht sein, aber 11-7, 100% Headshot-Rate, only Scout, ist halt höchst verdächtig, ne? Also da hätte, denke ich, schon wahrscheinlich jeder andere gesagt, so, mein Sohn, er hakelt so merkwürdig rum, er hakelt aber wohin, wo niemand ist, also... Hat er denn Skins am Start, ja? Ist ja auch immer so eine Frage. Logischerweise hat das nichts zu heißen, wenn er jetzt keine Skins hat, dass er jetzt dass er nicht cheatet. Oder dass er cheatet, so rum eher. Aber hoffentlich kommen bitte noch ein paar Runden, bitte. Weil es ist irgendwas mit Aim. Ich bin mir sehr sicher, aber nicht so sicher, dass ich drücken könnte. Weil ich nicht weiß, was es ist. Aber es ist bestimmt irgendwas. Aber ich kann ihm nicht einfach Aim drücken und dann sagen, es könnte ja auch nur jemand sein, der extrem gut mit der Scout ist, oder? Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist wie immer gespalten, also bei allen Fällen. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Fall, wo alle gesagt haben, ja, außer bei Spinbottern. Aber bei solchen Fällen, wo es vielleicht sogar noch zu 0,00001,34% sein könnte, dass es nur Luck ist, da gibt es immer ein paar Leute, die halt das Gegenteil behaupten oder eben, ja... Er spielt so merkwürdig. Wer macht denn sowas? Also, ist da ein Wallhack mit am Start? Er weiß ja schon irgendwie, wo sie hindackeln, ne? Aber
Gerade eben dieses Gelocke schon wieder. Warum macht er denn sowas? Sein Aiming ist auch jetzt wirklich nicht das Beste. Also ich sage, wisst ihr, was ich jetzt ganz sicher sage? Der Wahlhax, ja, ist am Stissel. Ihr könnt gerne noch schreiben, also speziell an dieser Stelle, was da los ist. Und auch der Amos ist hier drin. Hopp, der kann doch nicht so rumfuhrwerken. Also wie er sonst spielt, eingezoomt, rumlaufen. Ja, Bunny hoppen auch noch, mein Fräulein. Der hat doch das volle Programm am Start, oder? Der Kerl. Also, ja. Bunnyhop habe ich jetzt endlich mal erkannt. Jetzt sag bitte nicht, nee, das hat er gerade mit seinem Daumen gemacht. Das war in Ordnung. Nee, das war bitte ein Bunnyhop, okay? Dankeschön. Guck mal, wie er auch vorgeht. Guck mal, wie er... Also, ich meine, er guckt jetzt so ein bisschen... aber ich denke, er weiß, wo sie sind. Also, er guckt durch die Wand. Er kann sehen, wo sich die Gegner befinden. Und das ist natürlich sehr säckelig. Pass mal auf, wie jetzt der Headshot reinfliegt. Wobei ich mir bei... Der ist gesteppt. Den hat man... Hätte man... Also da hätte er ruhig auch früher schießen können. Den hat man gehört. Wahnsinn. Mist. Also, nee. Nee, ich bin mir doch sehr sicher. Also, er kriegt auf jeden Fall einen Wallhack. Und ich werde ihm auch diesen Bunnyhop... Diese Bunnyhop-Geschichte drücken, oder? Ständig schreit er mich an. Du erkennst nie den Bunnyhop. Du bist so... Viel zu... ich werde zu weich. Ich werde zu weich. Beziehungsweise ich würde zu lange zögern. Wobei ich auch dementsprechend oft Kommentare bekomme. Ich bin zu hart. Also ich meine, wie gesagt, jeder kann... Da hat jeder seine eigene Sicht leider auf dieses Thema. Der eine meint, er ist kompletter Profi. Ja, er hat selbst 80 Jahre gecheatet und cheats programmiert. Er weiß, wie der Hass läuft. Der ist clean. Und der nächste schreibt, ich habe 100 Jahre cheats programmiert. Der ist nicht clean. Ja. Es ist immer so ein... Guck mal, er ist sich ja wirklich sehr, sehr sicher, dass er halt hier zum Beispiel auf der Right Side ist und am Schluss lockt es auch schon wieder so komisch rein. Also, ich drücke ihm hier den Wall, den Aim und den Bunny Hop, weil ich mir dafür sicher genug bin. Steht er in der Ecke? Nee. Ich dachte, da steht jemand. Trotzdem ist es ein schwieriger Fall, weil er so rumzappelt und rumhampelt. Aber die Kombination aus allem, ist es einfach dann doch irgendwie zu haarig. Was macht eigentlich die Bombe auf Mitte? Den hätte ich mal reported wegen Grief. Guckt euch den Vollidiot an. Der kostet jetzt vielleicht sogar die Runde. Zeit haben sie ja noch, aber die Bombe geht einfach alleine Mitte vor. Den Nuts da jetzt, dann ist das Ding vorbei. Ja. Ist alles noch nicht vorbei, what the fuck? Bei welchem, wie lange? 7 Minuten? Okay. Krasses langes Teil, ey. Naja, gut, weiter geht's. Ihr habt mir letztens irgendwas geschrieben, dass es, wenn die Reports über eine längere Zeit kamen, dass dann auch sehr viele Folgen gesehen werden. Oder wenn sich die Overwatcher in der Vergangenheit bei diesem Fall sehr unsicher waren, wird da auch länger so irgendwie. Guck mal, er ist sich doch hier, also, ich weiß nicht. Scheiße, Mann, ich werde wieder unsicher. Fick die Wurst, ey. Also mit dem Wallhack bin ich mir nicht unsicher. Aber mit dem Aim, ich weiß es nicht. Das Aim sieht doch irgendwie recht... Es ist irgendwie schlaksig, aber es sieht noch in Ordnung aus. Ja? Wallhack ist da schon im Spiel. Aber... Und Bunnyhop. Aber mit dem Aim bin ich mir schon wieder zu unsicher, um da irgendwas zu drücken. Ich mache ihm jetzt Folgendes rein. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin hin und her gerissen, aber habe mich jetzt hierfür entschieden. Und jetzt bin ich aber dennoch gespannt, wie sehr eure Meinungen da auseinandergehen bei dem Fall. Das war echt Harry. Fucking Harry Potter. Ja. Naja, okay, komm. Und dann klöppeln wir einfach noch eine Kleinigkeit raus. Ja, komm. Ich glaube, letztens kam gerade wieder eine große Ding an. Oder auch nicht. Wo sind denn die? Gut, guck mal, wir machen jetzt einfach so eine Stat-Track. Exo, Nova Exo. Ja, die ist lila und weiß. Für jeden Feinschmecker auf jeden Fall. Das Wahre, das Gelbe vom Ei. Wer dicke Skins haben möchte, kommt einfach, wenn er Zeit hat, in den Livestream. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade live. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, da gibt's dieses Knife, das ich vorhin angekündigt habe. Und eben auch wieder 2, 3 Skins und ein Graffiti so ungefähr noch zusätzlich mit dazu. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Wenn ihr da seid, gebt ihr einfach Ausrufezeichen Giveaway in den Chat ein. Da ist es alles erklärt, wie die Giveaways vonstatten gehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön für die Daumen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Die Musik ist gerade vorbei. Perfekt. Ciao. Das ist jetzt das Outro.